Vorweg möchte ich als Bad Bürgermeister Herrn Timm die Gelegenheit geben, ein, zwei Grußworte aus seiner Sicht zu sagen. Der Herr Pistol hat gesagt, Sie sollen das machen. Ja, wenn wir uns so gut ergänzen, dann mache ich das gerne. Als erstes darf ich allen ein gutes neues Jahr, vor allen Dingen Gesundheit wünschen. Schön, dass Sie alle wieder zusammengekommen sind. Mir kommt so vor, als ob es gerade erst war, als wir das Turnier im letzten Jahr begangen haben. Da war es eine Erfolgsgeschichte dieses Jahr wieder. Ich möchte mich an der Stelle bei allen Verantwortlichen beim SVL und insbesondere natürlich hier bei der Mannschaft, die sich um alles kümmert, bedanken. Ich habe es leider dieses Jahr nur geschafft, die Halbfinale und Finalspiele zu sehen, aber das war wirklich Top-Spiele, hat mir gut gefallen, dass der SVL als guter Gastgeber dann noch der erste Platz belegt. Das freut mich ganz besonders. Karlsbad hat ja da immer gute Chancen bei den eigenen Turnieren vorne auf dem ersten Platz zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Ist eine tolle Geschichte und war ein interessantes Spiel und gute Gegner. Uns hat es gut gefallen. Wir sind zusammengestanden und haben das verfolgt. Top, Respekt. Ich habe früher mal Fußball gespielt. Inzwischen lasse ich es bleiben, weil das wäre nichts mehr für mich. Ich bin aus dem Alter raus und außerdem bin ich Opa geworden und von dem her, als Opa spielt man eh bloß Aha, wenn überhaupt noch. Wie gesagt, wir sind zusammengekommen, um die Siegerehrung vorzunehmen und ich denke, das ist bei diesen sportlichen Turnieren auch immer das Wichtigste. Deshalb will ich Sie gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich weiß nicht, ob der Herr Piston noch was sagen möchte. Ich möchte mich vor allen Dingen natürlich bei den Sponsoren auch bedanken. Ohne die geht sowas gar nicht. Und bei allen Mannschaften, die gekommen sind. Und ich hoffe, dass sie im nächsten Jahr wieder mit am Start sind. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an der SVL. Und jetzt darf der Herr Gutmann gleich weitermachen. Und wir kommen zur Siegerehrung. Vielen Dank, Herr Timm, für die Grußworte. Ein kleines Dankeschön muss auch ich vorweg schicken. Selbstverständlich allen Helferinnen, allen Helfern, den Kuchenspendern, den Leuten vor und hinter der Kulisse, meinen Kameraden drüber von der Regie, Simon Müller, Andi Gerstner, Jonas Becker, Mike Stempler, Guido Röder und so weiter. Sensationelle Arbeit, doppelt und dreifach absichert, da kann nie was schief gehen an den Ergebnissen, macht einfach Spaß. Jedes Jahr sage ich es und jedes Jahr muss ich es wiederholen. Das Turnier findet aber nicht statt, weil wir ein paar Helfer haben, weil wir eine gigantische Anlage habe, die seinesgleichen sucht, mit zwei Halle in Verbindung und so. Das findet man nirgends. Ich war letzte Woche in Birkenfeld, da hat es 0 Grad geht in der Halle und Bratwurst und Freier macht und so. Da habe ich gesagt, das ist ja wie C-Klasse der Champions League, von der Voraussetzung hier bei uns. Da kann sich auch schon der SV Spielberg nächste Woche auf ihr eigenes Turnier freuen. Da möchte ich jetzt auch schon darauf hinweisen, dass die auch einen guten Erfolg haben. Also es sind schon gute Bedingungen, die wir hier in Karlsbad-Langensteinbach haben. So. Das Turnier ist vorbei. Ein Verletzten hat es gestern ziemlich am Anfang gegeben. Und der wurde dann nicht nach Langensteinbach, sondern nach Karlsruhe ins Krankenhaus gebracht. Von Neureuth, glaube ich. Da ist Schulter eingrenkt worden. Aber soweit wieder alles gut. Heute habe ich gesehen, dass das höchstens kleinere Blessuren waren. Viele spannende, aber überwiegend oder grundsätzlich faire Spiele. Und wir sind dann zu folgenden Ergebnissen gekommen. Beginnen wir mit dem, wo etwas subjektiv ist oder wo wir Experten ein bisschen die Köpfe zusammenstrecken, mit der Wahl des besten Torwarts. Da kann man nicht gerade den wählen, wo am wenigsten Tor gekriegt hat, da kann man nicht gerade den wählen, wo als Feldspieler drin steht oder nicht der, wo 9 Meter gehoben hat. Da muss man einfach sagen, über die zwei Tage oder heute über das Turnier war für uns schlicht und ergreifend vom Germania Neureuth der René Nagel der beste Torwart. Dafür den Mann hier auf die. Ein Schüler Rufung, für da drüben ist noch ein Spezialtrepp. Das sind auch noch verletzt. Einwandfrei. Bei den Torschützen kann man es besser, ganz klar. Getroffen, nicht getroffen. 9 Meter, 11 Meter beim 9 Meter Schießen wäre nicht berücksichtigt, während dem Spiel 9 Meter zählen natürlich. Langensteinbach stellt die beiden erfolgreichsten Torschützen
die müssen den Preis teilen, oder haben wir gesagt, mit dem Socker, also mit dem Walter Kronewitt, müssen sie es ausmachen, gell? Der hat dann nur eure Umschläge hergeworfen, der beste Torschütze, gell? Okay. Es sind die beiden Spieler, Dominik Riedl und Maximilian Pfeiffer, mit je 6 Treffern. Maxi, schaffst du es noch da hoch? Einer darf es heben, der andere darf es bis morgen behalten. Da müssen wir uns halt noch was einfallen lassen. Da waren wir jetzt ein bisschen überfordert heute Abend. So, kommen wir zu den Mannschaften selbst. Und da nochmal das Stichwort Mannschaft. Spielberg. Markus Steiner, du kannst ein Lied vorsingen. Die Hallenturniere sind leider keine Selbstläufer mehr. Obwohl es uns Zuschauer sehr gut gefällt. Angenehme Atmosphäre, spannende Spiele, Sieger, Tore, Bande, schnelles Spiel. Aber ohne Teilnehmer, ohne teilnehmende Mannschaften findet es nicht statt. Da können wir den Saldos machen, da können wir das Freibier ausschenken. Wenn die Mannschaften nicht kommen, geht's nicht. Deshalb noch einmal ein Dank an alle 24 Mannschaften, die gestern heute hier mitgemacht haben. Egal aus welcher Spielklasse. Wir wurden auch noch vom Pfostenschuss zum Schluss unterstützt, da mit dem Hilferuf. Da, wir brauchen noch ein, zwei Mannschaften, um den Modus nicht zu ändern. Kürzere Spielzeit und so weiter, kleinere Gruppen hin und vorne. Wir haben es noch mal geschafft und hoffe, dass wir es auch im nächsten Jahr wieder schaffen. So, es gab ein Spiel um Platz 3 und 4, das aber mit einem 9-Meter-Schießen ausgetragen wurde. Der FC Neureuth, überhaupt Neureuth, mit Germania, mit FC, mit Kirchfeld, wahnsinnig präsent, ja, der Stadtteil von Karlsruhe. Der FC Neureuth hat hier mit 3:5 dem ATSV Mutschelbach, war hier ATSV Mutschelbach unterlegen und belegt somit den 4. Platz. Bitte den Spielführer oder einen Sportkameraden vom FC Neureuth. Der Sportkamerad Hagen ist ich glaube, den haben wir in den letzten 5 Jahren 50 Mal schon als Torschütze genannt. Aber Torjäger gewonnen, er ist schon nicht gewonnen, gell? Irgendwo ganz am Schluss fehlt als Torhüter. Überragender Spieler Hagen Essig vom FC Neureuth. Glückwunsch. Karlsbad ist unter den Vieren auch vertreten. Zunächst mal vom ATSV Mutschelbach mit dem Platz 3. Danke an die Sportkameraden, die gestern ja noch ihre Spielerweihnachtsfeier gehabt haben und auch trotzdem noch eine klasse Mannschaft gestellt haben. Nico, mein Freund, der hat auch schon entschuldigt, wo ich gesagt habe, ohne Worte, wo er von 2 Meter drüber schon sagt. Er trifft den 24. Glückwunsch an Adis, war Wunschenbach vom 3. Tabellenplatz. Es kam dann zum Endspiel und da muss man sagen, Germania Neureuth hatte vielleicht nicht unbedingt jeder im Vorfeld auf dem Plan. Spielen in der Kreisliga, spielen oben mit, auch da wo der FC Neureuth spielt und so weiter, wo TSV Auerbach spielt und. Haben ein glänzendes Turnier gespielt, so wie ich das gesehen habe, gnadenlos als in der Chanceauswertung, hat auch der SV Spielberg zur Kenntnis nehmen müssen. Ein ganz großer Glückwunsch für den Erfolg von Germania Neureuth. Als Endspielteilnehmer knapp in der Verlängerung erst verloren, dem Gastgeber ist Langenscheinbach. 2. Platz, Germania Neureuth. Christian Wutz. Kommt hervor. Glückwunsch. Im Namen des Herr Play bedankt sich der FC Germania Neureuth bei Maxi Pfeiffer und dem SV Langenscheinbach für die tolle Geste im Finale. So, wenn es einen zweiten gibt, dann gibt es auch einen ersten. Dem SV Langensteinbach gelang tatsächlich die Titelverteidigung. Auch letztes Jahr hat man hier das Turnier gewonnen. Und deshalb ein Glückwunsch an die Mannschaft, die irgendwo vielleicht, da wo gewinnst du bist. Ne? So heißt es als früher. Also, SV Langensteinbach, darf ich einen Vertreter bitten. 1. Platz, Titel wiederholt von letztem Jahr, Sieg wiederholt. Glückwunsch.
Teamführer Thorsten Laski vom Schorhof. Also gut. Stammplatz-Sieger, dritte Runde. Oder ist also, wir haben hier ein Wochenende gehabt mit dem Freitagabend, 12 Betriebsmannschaften mit 24 Seniorenmannschaften und noch mit 10 Mannschaften beim Mitternachtsturnier, wo übrigens der TSV Reichenbach gewonnen hat, Spielberg auch in den Top 3 und heute nochmals dieses Finaltag. Es waren klasse Spiele, es war guter Besuch. Dank an allen und bleiben Sie noch etwas hier oder man sieht sich im nächsten Jahr wieder oder viele Mannschaften und Sportkameraden sehen sich sicherlich auch am nächsten Wochenende Spielberg. Vielen Dank. Ich werde auch noch auf das zurückkommen, auf die Gäste, aber das war jetzt klasse von Christian Butz, dass er das mit dem Maximilian Pfeiffer gesagt hat. Ist nicht mehr selbstverständlich in heutiger Zeit, den Siegtreffer gerade zu sagen, es war Hand und so weiter. Gell. Also war klasse Sache, Maximilian, das bleibt unvergessen, kein Thema. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann sieht sich wieder.